So, nee, aber ja, Devo hat es ja eben schon vermutet, dass das ein Trash-Game ist. Nee, so schlimm ist es halt dann auch wieder nicht. Auch wenn der erste Eindruck jetzt vielleicht nicht der beste ist, okay, ich gebe es ja zu. Ja, Aber es es gibt schlimmere heißt, Sachen. es heißt McDonald's Treasure Land Adventures. Klingt jetzt nicht nach dem aufregendsten Titel. Ja, stimmt. Da steckt irgendwie Trash auch schon drin, ne? Treasure, aha. Aber was wir hier schon sehen, der Entwickler ist auch Treasure. Weißt du, was der noch entwickelt hat? Nee. Gunstar Heroes. Absolut geiles Spiel. Oder theoretisch eine geile Serie, aber ja, also das Mega Drive Gunstar Heroes. So ein tolles Spiel. Kann man heute auch noch wunderbar spielen. Sehr lustig und sehr Witzigerweise sogar innovativ. ihr erstes Game. Ich glaube ja. Ich glaube, Ja, das es ist ihr war. erstes Game. Ich bin gerade mal auf den Entwickler sogar gegangen, weil Ach es mich so, interessiert okay. hatte. Nun verstehe ich, warum Vini das mag. Nee, 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 das wusste ich bis vorhin tatsächlich auch noch nicht. Da wurde Treasure, also der Entwickler, nämlich vorhin nur mal erwähnt. Und da hatte ich irgendwie aus Neugierde mal was geguckt und hatte dann gesehen, ach, das McDonald's-Spiel ist Wario auch von World denen. für die GameCube ist auch von denen. Ah, cool. Oder habe ich mehr Treasure-Spiele gespielt, als ich jetzt im Kopf hatte? Sie haben ein bisschen was entwickelt, aber ja, wir sehen jetzt Genau. McDonald's Treasure Land. Ja. Ja, man kann es sich schon denken, es ist ein Werbespiel vom Burger King. Nein, nicht wirklich. Dann wär's wirklich schlecht, aber mit Absicht, damit man McDonald's schlecht dastehen lässt. Ist natürlich McDonald's Werbespiel. Nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber definitiv auch nicht super schlecht oder so. Wir spielen Ronald McDonald und wir haben, ja, im Grunde können wir springen mit einer Taste. Wir können unseren, ich weiß immer noch nicht, was es sein soll, diesen magischen Staub da verschießen. Und wir können unseren Schal benutzen. Und den Schal benutzen wir an diesen Greifhaken, um da halt, ja, um da halt rüber zu schwingen. Quasi. Ja, die Level heißen alle irgendwas mit Magic. Also hier in dem Fall ist es Magic Wood. Dann werden wir Magic Town haben. Beim letzten Mal beim SGQ hat irgendeiner noch Magic Knast gesagt. Wer war das? Ach, mein Nebenkommentator. Ja, das eine Level sah halt aus wie so ein Knast. Und in dem Moment hatte ich das Ja, mit dem weißt du, wer Magic. dein Nebenkommi Warst du war das? da? Ja, das warst du, ne? Okay. Ich habe gerade überlegt, war das Blue? Ja, ich Ja, fand da. Magic Town so aus wie Magic Knast. Genau. Aber nur das eine Level halt. Und in dem Ja. Moment habe ich das mit dem Magic-Ding halt gerade erwähnt. Und da passte das ganz gut. Nee, aber ja, werden wir halt auch noch sehen. Ja, ansonsten unten links haben wir unsere Energie, diese Kristalle. Wir spielen auf Beginner, das heißt, wir haben auch ziemlich viel Energie. Das ist ganz, ja, ganz entspannt hier eigentlich. Was noch wichtig ist, ist ziemlich weit rechts, da haben wir einmal ja, so was Rundes, das sind Ballons. Ah, das sieht man es auch gerade. Das Timing war ja Zufall, aber gut. Das ist die Anzahl der Ballons, die wir haben. Und immer wenn wir, ja, wenn wir in irgendeinen Abgrund fallen, verbrauchen wir einen Ballon und können damit aber noch eine Weile schweben. Das werden wir uns später in dem Level auch noch sehr zunutze machen. Da können wir nämlich eine ganze Menge überspringen von dem, oder nicht überspringen, aber ja, rüberschweben halt einfach über viele Stellen des Levels. Darunter, da wo jetzt die 2 steht, das ist die Stärke unserer Magie oder unseres Staubes oder was immer das sein soll. Und das geht bis auf Stufe 3 hoch. Ansonsten, ja, Punktzahlen ist unwichtig. Die Leben, also das, die 06, das sind die Leben. Ich glaube, die Ems, das sind Continues. Da bin ich mir aber gar nicht ganz sicher. Und diese Blumensymbole in der Mitte, da gibt es zwei verschiedene. Einmal diese orangefarbenen. Wenn wir davon 2 Stück eingesammelt haben, kriegen wir einmal Energie wieder. Und dann gibt es die weißen. Und wenn wir da 3 eingesammelt haben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, wenn wir da 3 eingesammelt haben, dann erhöht sich die Stärke unserer Attacke, also unseres Staubes. So. Ich versuche mal darauf zu achten, dann kann ich es bestätigen oder verneinen. Okay. Oh, einer fehlt noch. Die Dann können wir Stärke es halt gleich sehen. des Staubes, sowas Ähnliches müssen die Entwickler auch benutzt haben. Ja, das war auch Thema bei unserem letzten Ein bisschen, Commentary. ja. Das ist der magische Staub, den die Entwickler auch benutzt haben, als das Spiel entstanden ist. Wir haben übrigens eine Spende bekommen. Oh. Dragolina.
Hat $5, ja, hat $5 gespendet mit der Nachricht Amogus. Was? Amogus? Ja, Amogus. Also Among Us nur. Ach so, ja. Vielen Dank dafür. So, ja, sollte danke man vielleicht schön. Auch mal erwähnen. Und schön, dass mal ein Commentary von dir nicht abgelehnt wurde. Die ersten beiden, also nicht Commentaries, die ersten beiden Kommentare. Nachrichten, die wurden nämlich abgelehnt. Warum auch immer. Es war halt komplett auf Deutsch. Wahrscheinlich lag es daran. Aber da war jetzt nichts Schlimmes drin oder so. So, hier haben wir jetzt unseren ersten Bosskampf. Erstmal Salz rein. Nice. Entschuldigung. Und er ist auch schon vorbei. Ja, die waren sehr gut. Genau. Stimme ich zu. So, jetzt sind wir in Magic Town. Und wir werden auch gleich Magic Knast sehen. Dann werdet ihr sehen, was Blue damit meinte. Es ist übrigens diesmal nicht Lizzie, die das runnt. Es ist in dem Fall Grumpmeister, also ein anderer Runner. Sollte man vielleicht auch mal erwähnen, weil meistens ist ja so, wenn so ein Spiel bei zwei Events direkt nacheinander kommt, dann ist es meistens auch der gleiche Runner. Aber nein, in diesem Fall nicht. Genau. Grumpmeister kennt man auch für. Ich meine, er war auch der Runner, der die CDI-Spiele gerannt hatte, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, er hatte Zelda's Adventure bei HDQ oder so gezeigt. Ja, also generell ist er eine Legende, schreibt Bloodlife schon. Ja. Aber tatsächlich kann ich jetzt so gar kein Spiel mit Sicherheit benennen bei ihm. Nee, ich auch gerade nicht. Aber er ist eigentlich ein großer Name in der Speedrun-Szene. Das macht es umso trauriger, dass ich da jetzt nichts zu seinen Runs sagen kann. Sind halt alles Runs, die bei mir immer so ein bisschen, ja, an mir ein bisschen vorbeigehen. Übrigens, du hattest recht mit den drei Blumen, die haben unsere Magie schon erhöht. Jetzt haben wir halt schon drei. Mhm, genau. Also drei ist das Maximum. Wenn wir jetzt, ich weiß gar nicht genau, wie wir da wieder was verlieren können. Durch Sterben an sich nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube durch Continues. Weil dann würden wir eventuell jetzt halt auch die drei Blumen da behalten und dann sehr schnell wieder zumindest Stufe 2 haben. Ja, genau. Grumpmeister ist auch eher der Entertainer und Various Runner. Richtig. Also bei Events ist er eigentlich ständig zu sehen. Und ja, dementsprechend kennt man ihn halt auch. So, hier wieder ein bisschen rüberspringen. Also generell der ganze Run ist recht unspektakulär, so was Kommentieren angeht. Ja, ist halt. Es ist halt, ja, wir könnten Play-by-Play-Commentary machen und das war's. Ja, also er hüpft und dann hüpft er wieder. Richtig. Wir haben übrigens mittlerweile auch Maximalenergie. Also kann man, ich weiß gar nicht, ob man es komplett erreichen kann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, aber auch da kann man natürlich die Energie insgesamt erhöhen. Aber bei Beginner haben wir schon mit 5 angefangen, das heißt, wir brauchten noch 2 Stück, um das Ganze zu maximieren. Ja, also sind wir jetzt komplett aufgepowert quasi. Wir haben maximal Magie, wir haben volle Energie. Na gut, ein paar Ballons können wir noch gebrauchen. Die kriegen wir nebenbei. Was mir gerade auffällt, es steht dran, Beginner NTSC. Da heißt es, ach so. Run ist unterschiedlich zu NTSC und Ball. Also außer halt die Geschwindigkeit. Ja doch. Ich weiß jetzt nicht genau was, ich hatte mir ja jetzt mein letztes Commentary angeguckt, das ist ja noch nicht allzu lange her, so bin ich eigentlich der Meinung gewesen, da ändert sich jetzt nicht allzu viel, aber da hatte ich selber darüber geredet, dass die Versionen alle ein bisschen unterschiedlich sind. Right, stimmt, das hatte ich nachgeguckt sogar, ich erinnere mich. Stimmt. Hier ist übrigens Magic Knast. Es sieht halt so aus. Eben. aber je nach je nach Region gibt es immer so kleine Unterschiede. Also ich weiß, ja, dass einige Sachen zensiert wurden. Oder willst du? Genau, ich habe es gerade nämlich nachgeguckt. Sie haben nämlich in einer Welt die Gegner ausgetauscht, weil sie Black Stereotypes, also schwarze Stereotypen, sagen wir mal, nicht unterstütze, aber sie haben sie gefördert und das wollte man im Westen dann irgendwie nicht mehr. Genau. Und in der europäischen Version hat man die Leben zu Beginn runtergeschraubt und die Stärke der Gegner höher. Ah, okay, so war das, genau. Also es gibt Unterschiede und die NTSC-Version ist im Endeffekt die leichteste und da fällt halt dieser
dieses Kulturelle, sag ich mal, weg. Ja, weil die Japaner, die sind ja da immer ein bisschen, ich will nicht mal sagen lockerer, aber so ein bisschen gedankenloser, was solche Sachen angeht. Ja, Ja, also und sie haben halt einen Gegnertyp ersetzt durch Roboter. genau. Was ist mit den tollen CDI-Games, Zelda und Nintendo? Was? Wir haben nur überlegt, ob Grumpmeister nicht auch eins von denen gerannt hatte. Falls du das meinst, Seed. Nee, weil Seed da gerade gefragt hat. Ach so, ja. Und deswegen. Jetzt Ja, gerade haben wir wir. so einen Autoscroller, oder? Genau. Also hier müssen wir im Grunde immer von Puppe oder Bunny oder was auch immer. Ballerina. Von Ballerina, genau. Das sind Ballerinas. Bunnies und Ballerinas. Und ja, da mussten wir halt hin und ja, von einer zur nächsten springen. Und ja, das war es auch schon wieder. wie lange dauert der Trashblock noch? Welcher Trashblock? Das ist kein Trashblock hier. Auch wenn es im Moment so ein bisschen danach aussieht, aber nein, das ist. Ja gut, das ist NES-Block. Als Sega-Fan muss ich sagen, das ist ein Trashblock, ja. Wobei, nee, das Spiel ist ja gar Das nicht auf mehr NES. ja, ich wollte Ja, gerade das sagen, ist das ja ist ein Genesis-Game. Genesis. Verdammt. Okay, ich habe mir gerade ein Eigentor geschossen. Ja, Egal, egal. Das letzte Spiel ja auch schon. Ja, gut. das ist der Classic-Block, sagen wir es doch einfach so. Genau, der 8-Bit, also erst war es der 8-Bit-Block oder der NES-Block, war ja wirklich nur NES. Und jetzt ist der 16-Bit-Block quasi. Aber das Spiel ist halt wirklich eigentlich voll okay, so. Ja. Wie ich eingangs schon erwähnt hatte, also ich habe jetzt keine erhöhten Ambitionen, das selber mal zu spielen. Aber ja, ich habe schon Schlimmeres gesehen, auf alle Fälle. Definitiv auch von Lizenzgames und so. Ja, das sowieso. Das ist ja damals eh immer so ein Problem gewesen mit den Lizenzspielen, weil die Entwickler da teilweise nur, keine Ahnung, ein paar Wochen Zeit hatten. Paradebeispiel E.T. Eine Person musste das in 5 Wochen entwickeln. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Es ist auch nichts Gutes bei rausgekommen. Richtig. Aber erstmal 2 Millionen Exemplare davon herstellen, verkauft sich schon. Irgendwie verkauft sich alles immer. In dem Fall dann ja nicht. Nee. Also, wenn ihr mal überlegt, wie viele Spiele heutzutage, wo Videospiele ja wirklich verbreitet sind und viel Publikum haben, wie viele Spiele sich heutzutage 2 Millionen Mal verkaufen würden. Und die sind echt Anfang der 80er davon ausgegangen, dass sie 2 Millionen verkaufen werden. Genau wie die Quatsch, die Atari 2600-Variante von Pac-Man. Auch 2 Millionen Mal erstellt, das Spiel war totaler Mist. Sind sie drauf sitzen geblieben. Und das hat den Videospiel-Crash von 83 ausgelöst. Kurze Abschweife in die Videospielgeschichte. Genau. Wenn ich es ganz erklären würde, ja, wäre es ein bisschen mehr als ein kurzes Abschweifen, genau. Aber ich meine, Nintendo hat es gefreut. Die sind da im Endeffekt als große Nummer rausgegangen. Aber ja. Das originale E.T. hat tatsächlich einen erstaunlich geringen Marktwert. Ja, niemand will's haben, so. Wofür? Eben. Ich meine, es ist dadurch, dass es halt so schlecht gewesen ist, ist es halt durchaus schon ein kleines Sammlerstück, aber es gab halt auch einfach so viele davon. Und angeblich sind die ja in der Wüste damals vergraben worden und dann gab es ja 2014 angeblich eine Ausgrabung davon und da weiß man bis heute nicht, ob die Ausgrabung echt war oder gefaked. Ja. Es wurde Daher. übrigens gefragt von, ich würde jetzt mal sagen, Snake TTV, wie bereitet ihr euch auf solche Runs hier vor? In dem Fall habe ich mir einfach mein letztes Commentary angeguckt. Und beim letzten Mal habe ich mich darauf vorbereitet, indem ich mir, weiß gar nicht mehr, hatte ich mir da ein Tutorial angeguckt oder nur den Run? Eins von beiden. Also meistens mache ich es bei Spielen, die ich gar nicht kenne, mache ich es so, dass ich mir erstmal den Run angucke und dann entscheide ich, ob ich ein Tutorial dafür brauche oder nicht. Wenn es alles selbsterklärend ist, dann reicht der Run für gewöhnlich, plus ein bisschen nachlesen noch. Ja, ansonsten halt eventuell. Tutorial. Das Problem bei den Tutorials ist, dass manchmal, weiß ich, bei so einem halbstündigen Run das Tutorial dann 6 Stunden lang ist. Weil die Tutorials, die sind nicht auf Commentaries ausgerichtet, sondern darauf, dass man das wirklich selber speedrunnen will. Da wird dann wirklich jede einzelne Bewegung im Detail erklärt.
Das ist dann ganz gut, wenn die Community entschieden hat, die einzelnen Tricks nochmal separat in einzelnen Tutorials zu erklären. Dann kannst du dir nämlich einfach den Run ansehen, dir schon mal mitschreiben, was so passiert und im Nachhinein die Glitches anschauen. Das habe ich jetzt beispielsweise auch bei GTA 5 gemacht. Weil wenn ein Glitch immer und immer wieder vorkommt, dann ja, kannst du ja auch schreiben, okay, dieser Glitch passiert und dann im Nachhinein nachgucken, was das ist. Aber bei gerade so Runs wie den hier, da guckst du dann schnell durch, guckst, okay, passiert irgendwas jetzt Wichtiges zum Erklären oder erklärt sich der Run dann selbst? Genau. Und ich versuche halt immer trotzdem irgendwie noch Informationen zu bringen oder zu finden, mit denen man dann so ein bisschen Run füllen kann. Weil ich will mich auch immer nicht hinsetzen, auch wenn wir es jetzt in gewisser Weise ja so ein bisschen machen, aber ich will mich nicht hinsetzen und dann einfach nur über andere Sachen reden, obwohl ja der Run eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Ja, deswegen will ich dann immer so ein bisschen was aus dem Hintergrund noch haben. Es hilft auch immer, also Game FAQs ist immer eine gute Quelle. Habe ich meistens auf bei irgendwelchen Runs. Mittlerweile habe ich mir auch angewöhnt, die Anleitungen rauszusuchen. Es gibt ein paar Seiten, auf denen die Anleitungen eingescannt sind, in vielen Spielen. Kann auch sehr hilfreich sein. Gerade so bei den Grundlagen. Was die Items machen, wie die Steuerung funktioniert und sowas halt. Das ist eine schlaue Idee, das muss ich immer mal merken. Sif macht das wohl schon seit Ewigkeiten. Oh. Ja, aber dann gibt es auch so eine Fälle wie, weiß ich, nicht Üs, auch mein Ultima 4, genau. Das Spiel, das hatte ich, wann war denn das? Ende letzten Jahres, glaube ich, irgendwann kommentiert. Und der Run geht eine halbe Stunde. Ich bin nach 6 Stunden Vorbereitung immer noch nicht fertig gewesen, obwohl ich das Spiel eigentlich schon kannte und den Run an sich auch schon so ein bisschen. Ja, aber das war so ein Spiel, das wollte ich wirklich richtig hochwertig kommentieren. Und ja, dementsprechend habe ich da eine ganze Weile dran gesessen. Habe aber auch entsprechend jetzt Notes, die jeder benutzen könnte. Also, ja, das ist dann nicht. Natürlich nice, wenn man das dann hat. Genau. Vielleicht, um wieder auf das Spiel einzugehen. Wir sind, glaube ich, jetzt schon in Magical Sea unterwegs. Genau, genau. So, und hier kommt jetzt das Level. Moment, jetzt. Ja, aber irgendwie hatten wir das vorhin noch alle schon mal gesehen, ne? Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen verwirrt. Lief das nicht gerade eben schon? Ist er einmal gestorben zwischendrin? Ja, aber. Ja. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dann muss er das einmal sterben in der Estimate schon mit einberechnet haben. Und von der Länge her haut das auch hin mit dem letzten Run. Vielleicht. Haben wir, stellen wir uns einfach viel vor, mein Gott, da geht mein Handy los. Oh, wow. Ja, gut, nee, dann übernehme ich nochmal kurz. Es kann natürlich auch sein, dass wir uns jetzt einfach verguckt haben, aber doch, das haben wir hier definitiv vorhin schon gesehen, die Stelle. Ja, das haben wir definitiv. Das glaube ich zumindest. Don't touch. Oh, gut. Richtig hochwertig. Dann ist das nicht mein German. Er hat vorhin das Game neu gestartet. Oh, okay. Oh. Warum? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Es kann sein, dass er, weiß ich, in dem einen Level, wo man sehr viel mit Ballons überspringt, dass er da jetzt nicht genug Ballons hat oder so. Das könnte sehr gut sein. Also definitiv den Boss haben wir gerade eben gesehen. Das heißt, wir sind auch wieder am Anfang. Okay, das ist, wenn der Run geht, wahrscheinlich übers Estimate. Er hat auf Japanisch neu gestartet. Okay. Ich meine, NTSC kann auch die japanische Version sein. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt beim ersten Mal auch gar nicht darauf geachtet, ob es Englisch oder Japanisch gewesen ist. Ja, jetzt bin ich wieder im Train. Warte mal, ich gehe jetzt mal ganz kurz die WOD zurück. Ja. Und bin dann kurz mal ruhig und gucke mir das an. Dann kann ich euch gleich lernen, was hier passiert ist. Okay. Warum bekomme ich bei dem Game Bock auf den MacRib? Warum bekomme ich jetzt Bock auf den MacRib, wo ich die Nachricht lese? Also MacRib esse ich tatsächlich ganz gerne mal. Auch wenn ich so den Rest bei McDonald's so gar nicht mag. Also generell McDonald's Burger King. Kann die Wort nicht zurückgehen. Oh doch, kann ich. Ich habe eine Idee. Ich gebe uns einfach zurück. Ich wollte gerade sagen, weil ESA lässt die Wort nicht anzeigen. Ach so. Wir machen das. Okay, jetzt kann ich bei uns einfach gucken. Ich bin nur kurz mute, bin gleich wieder da. Ja, klar. Ich meine, wir haben ja eh schon alles hier gesehen. Brauche ich jetzt nicht nochmal erklären. Ich meine, kann ich gerne machen, wenn Fragen zumindest sind, stellst du gerne.
versucht die dann so gut wie möglich zu beantworten. Ja, Geldsäcke, die wir hier einsammeln, sind an sich nicht wichtig. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt, glaube ich. Sind halt einfach nur Punkte. Was? Doch, Winnie, alles war nicht da? Was? Ich bestelle jetzt bei Mac. Oh, ich beneide dich, David. Ich kann es leider nicht, weil kein Mac ist oder kein Burger King hier hinliefert. Gibt es eine Story? Ihm ist das Game gecrashed. Ach so, echt? Ja, ihm ist das Game nach dem Boss gecrashed. Okay, das habe ich dann auch noch nicht erlebt. Es gibt eine Story und ich hatte die beim letzten Mal auch rausgesucht, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet. Moment, das haben wir aber gleich. Da muss ich nochmal ganz kurz gucken. Das war aber irgendwie so eine komplett austauschbare Story auf alle Fälle. Also die Wikipedia nichts Seite Spektakuläres. Reajour Land Adventure so. Ronald hat oder findet einfach eine alte Karte und so eine alte Schatzkarte und er versucht jetzt oder er will halt den Schatz, der dahinter steckt, den will er finden und begibt sich auf ein Abenteuer. Er hat allerdings erst einen Teil dieser Karte und sucht auf dem Weg halt noch die anderen Karten. Teile. Quasi so eine Schnitzeljagd. Nee, Schnipseljagd, so, verdammt. Ich sag ja, die Story ist halt, nichts Besonderes. Ja. Achso, oh, Meckes liefert nicht mehr. Mein Beileid. Schade. Wir haben es beim letzten Mal herausgefunden, wie das Spiel vertrieben wurde. Dass man das scheinbar doch in Mac-Menüs mitkam, nachdem wir ja sehr lange darüber diskutiert hatten. Stimmt, ich weiß, dass es angesprochen wurde. Und ich konnte mir aber nicht vorstellen, dass ein Genesis-Spiel in so einem, damals ja noch Junior-Tüte, in so einer Junior-Tüte vertrieben wurde. Also so PC-Spiele, ja, aber so Genesis-Spiele konnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wenn, dann zu einem ordentlichen Aufpreis. Ja, also irgendjemand hatte es ja erzählt, dass er das Spiel in einem Macis kaufen konnte. Okay. Also von daher. Was heißt okay? Ich weiß es ja noch. Ich kann mich ja noch dran erinnern. Ich habe das ja vorhin sogar selber noch gehört, diese Diskussion. Das was there 3000 years ago. Oh ja. Also ist das Game gar nicht? Ist ja von 93. Also. Ja. Ich meine, es ist 5 Jahre vor mir entstanden. Winterlandschaft Gregor hatte geschrieben, ich mag Mackie mehr als Burger King. Geht mir tatsächlich genauso, aber es liegt nur am McRib. Ach, heute heißt das McMenü? Heißt das nicht Happy Meal? Also das die Junior-Tüte meine ich jetzt im Speziellen. Die Junior-Tüte heißt, glaube ich, immer noch Mac Junior oder so. Glaube. Oder so. Da sieht man, wie oft ich bei McDonald's bin. Happy Meal. Ah, okay. Stimmt. Doch, Happy Meal. Achso, du meinst aber das Normale. Ja, das kann sein. Ich überlege gerade, wann war ich das letzte Mal bei McDonald's? ZFM 2019. Das müsste mit Risa gewesen sein, als wir uns in Hamburg getroffen haben am Bahnhof. Und da sind wir doch bei McDonald's gewesen, bin ich der Meinung. Brauche ich nicht. Ich war nicht da. Ich weiß ja, dass Risa im Chat ist deswegen und er hat es auch gerade bestätigt. Ah, okay. Das war das letzte Mal, dass ich bei McDonald's gewesen bin. Du hast Bescheid, 2021 wird das wiederholt. 22. Das ist irgendwie immer noch ein Jahr. Also 2021, zu. Das würde mich jetzt wundern. Ah, ja, stimmt. Man bekommt in einigen McDonald's-Filialen Bier, richtig. Ja, wer es braucht, ich würde mir jetzt nicht unbedingt Bier bei McDonald's holen. Ich meine, gut, ich bin allgemein kein Biertrinker. Schmeckt mir einfach nicht, egal in welcher Variante. Ich stelle es mir auch einfach so seltsam vor, sich Pommes zu holen und einen Burger da haben und daneben steht dann ein Bier. Mhm. Eben. Passt unglaublich. Mac Croquette, das war der mit den Kroketten drauf, ne? Das Spiel ist 19 Jahre, also volljährig. Also ich weiß nicht, wie ihr rechnen könnt. Das Spiel kam 93 raus. Das ist nicht volljährig, das ist schon fast Frührentner. Nee, das ist 29 Jahre alt, nicht 19.
Ja, jemand schrieb 19, irgendjemand schrieb, ich wäre minderjährig. Ich denke mir so, hä? Das Spiel kann nicht mehr nach Jugendstrafrecht bestraft werden. 19, das war vor 10 Jahren, richtig? Ich würde den Internet Explorer vielleicht schließen. Wow. Norton Commander bei der Gelegenheit vielleicht auch. Mistverrechnen. Ja, kann passieren. Das kann passieren. Ist kein Ding. Scheiße, viel zu lustig. So, Moment. Jetzt stehen wir einfach. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube, die machen Mercy Kill. Er würde das jetzt in der Zeit nicht mehr schaffen. Ich meine, er muss ja einmal neu starten. Kann sein, dass er jetzt auch gerade gesoft ist. Ich weiß es gerade nicht. Nein, nein, er ist nicht gesoft. Das Spiel läuft noch. Okay. Ja, stimmt. Da sieht man. Okay, sie Mercy killen den Run. Okay. Aber trotzdem schön. Oh. Trotzdem nice. Genau. So super viel habt ihr jetzt auch nicht mehr verpasst. Ja, Magical Sea und Magical Moon halt. Stimmt, stimmt. Und der finale Boss, der wäre, ja, na gut, so interessant ist der dann auch wieder nicht. Läuft über 3 Ebenen der Kampf und auf jeder Ebene sind verschiedene Türen, also vom Design her. Wenn wir durch eine Tür durchgehen, kommen wir durch eine andere Tür raus, die dasselbe Design hat. Wir müssen dann unsere Bewegungen mit denen des Bosses abpassen und ihn dann immer mal wieder treffen. Ja. Aber trotzdem war es trotzdem ein netter Run zum Schauen. Jo.